Ich finde nicht, dass es sich angebahnt hat. Ich war sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit bis zum Ausgleich. Ich habe weder das Gefühl gehabt, dass hier ein Pokalspiel draus wird, dass eine besondere Energie jetzt entsteht und dann fällt ein Tor. Wir verpassen das zweite, dritte Tor zu machen, auch in der zweiten Halbzeit, und können offensichtlich nicht ohne individuelle Fehler spielen, können offensichtlich nicht spielen ohne Konzentrationsmängel. Im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat. Das ist einfach erstmal eine Analyse. Wir sind nicht in der Lage, konzentriert zu Ende zu spielen. Wir sind nicht in der Lage, Spiele zu beenden, wenn wir sie beenden können mit dem zweiten, dritten Tor. Wir sind nicht in der Lage, aus Chancen Großchancen zu machen. Und deshalb, ja, gehen die Spiele, die Punkte gehen weg wie Sand durch die Hände. Zumindest im Moment können wir keine Reaktion zeigen, weder mental noch körperlich. Ich fühle mich immer verantwortlich. Wenn ich an der Seitenlinie bin, bin ich verantwortlich. Egal, ob ich einen Tag, eine Woche oder ein Jahr Trainer bin. So einfach ist es für mich. Wir sind mit Glück in der Halbzeit gegangen, mit nur 0-1. Man kann natürlich sagen, gegen den Ball. Aber mir hat es vor allem mit dem Ball überhaupt nicht gut gefallen. So viele Fehler, technische Fehler, gar kein Mut. Also war wirklich schlecht. Zweite Halbzeit dann einen Tick besser. Aber bis zum 1-1 immer noch die zweitbeste Mannschaft. Und nach dem 1-1 hat man dann gemerkt, ja, die Glaube, die Energie, das Momentum, man kann das nennen, was man will, aber hat man das dann gespürt, dass wir dann besser waren und machen dann auch die Tore. Aber